das Bernsteinzimmer, ja, jetzt übertreib nicht, wir waren super gehypt und sind sofort wieder zurück in den Garten und dann haben wir etwas Ekliges gefunden. Und nein, ich rede jetzt nicht von den verfaulten Marillen, aber ich kann diesen Baum nicht mehr ausstehen, wir werden den auch umschneiden. Ich habe nur Obstbäume im Garten, immer wenn ich rausgehe, fällt mir was auf den Kopf, es sind überall Viecher, es ist einfach widerlich, wir werden die auf jeden Fall umschneiden. Dann sind wir gleich wieder zurück zum Graben und wir haben mal geschaut, wie lang diese Wand ist und wie groß das Ganze eigentlich ist und es war größer als gedacht. Also wir haben jetzt circa einen halben Meter nach unten gegraben, die Mauer hört noch nicht auf, dann haben wir aber eine Länge gegraben und mal geschaut, wie groß es ist und es ist eine riesige Mauer, in der Mitte ist hier aber ein Loch drin. Und wir haben dann noch weiter mit dem Detektor geschaut, es scheint nach links zu gehen, also wir müssen da irgendwo in Richtung Baum graben. Ich weiß noch immer nicht, was es sein kann, vielleicht ist da mal ein altes Haus gestanden, da waren noch Ziegel irgendwie drinnen und so ein Zeug. Ich wollte dann schon ein bisschen hier von der Wand zerstören, dann habe ich hier reingeschlagen und dann war hier auf einmal so ein Knochen, Alter, es war einfach so eklig, wir haben dann sofort aufgehört zu graben. Sollen wir da wirklich weitermachen?